Ich bin Hannah. So, jetzt geht's ans Packen. Als Tierärztin bin ich weltweit für den Artenschutz unterwegs. Bisher war der tropische Dschungel mein Zuhause. Nun geht es für mich in das trockenste Land südlich der Sahara, Namibia. Das Land gilt als Vorbild in Sachen Artenschutz. Ob das wirklich so ist, möchte ich auf meiner Reise zu den verschiedensten Projekten herausfinden. Jetzt kann es losgehen. Ich bin mega aufgeregt. Ich selbst war noch nie in Namibia. Es wird, glaube ich, eine super spannende Reise. Ich bin total gespannt, welche Tiere ich sehen darf, welche Menschen ich kennenlerne und was dieses Namibia so zu bieten hat. Für die nächsten 3 Wochen lasse ich Hamburg hinter mir. Nach 14 Stunden und 8500 Flugkilometern setze ich meinen Fuß auf afrikanischem Boden. Die Hauptstadt Namibias, Windhoek, liegt vor mir. Der Diamant Afrikas, wie Einheimische ihr Land auch nennen, ist von Landschaften geprägt, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Und ist Heimat einer faszinierenden Tierwelt. Die erste Station meiner Reise durch Namibia ist etwa 30 Minuten vom Flughafen der Hauptstadt Windhoek entfernt, die Nankosee-Stiftung. Auf Schotterpisten fahren mein Begleiter Speedy und ich dorthin. Ich bin noch ein bisschen gerädert vom langen Flug. Aber ich finde das immer so abgefahren, wenn man plötzlich aus dem Flugzeug aufs Rollfeld steigt und einfach in einer anderen Welt ist. Also das ist so ein bisschen wie Zeitreisen oder so. Und plötzlich sieht man diese extreme Weite hier. Wir sind irgendwie 5 Minuten Auto gefahren und sofort auf so eine Schotterpiste gekommen. Mega aufregend. Ich kann es kaum glauben, dass ich gleich eine der bekanntesten Naturschützerinnen Namibias treffen darf. Marlies van Vuuren. Sie leitet die weltweit bekannte Nankosee-Stiftung. Dazu gehören eine Tierklinik, große Wildschutzgebiete und eine Auffangstation. Und das ist nur ein Teil ihres Lebenswerkes. Hallo, du musst Marlies sein? Ja, schön, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Ich bin Hannah. Hallo Hannah, willkommen in Nankosee. Dankeschön, wow. Ja, das ist unser Rettungszentrum in unserem Schutzgebiet. Von hier aus lassen wir die Tiere wieder in die Wildnis frei. Wie spannend. Würdest du mich vielleicht etwas herumführen? Ja, klar. Also ist Nankosee die Auffangstation hier für Konflikttiere, oder? Konflikttiere, verwaiste Tiere, Jungtiere, ganz unterschiedlich. Die aufgenommenen Tiere werden aufgepäppelt und dann wieder freigelassen. Marlies Artenschutzkonzept und ihr Einsatz sind beeindruckend. Hier gibt sie Tieren wie diesem Warzenschwein ein sicheres Zuhause und eine zweite Chance aufs Überleben. Gemeinsam mit ihrem Mann Rudy, einem Arzt und ehemaligen Profisportler, gründete Marlies 2007 Nankosee. Entschlossen schützt das Powerpaar seitdem zusammen mit ihrem Team die Wildtiere Namibias. Das oberste Ziel hier ist die Auswilderung der geretteten Tiere. Das gilt für die Kleintiere in der Auffangstation, genauso wie für die großen Säugetiere, die in den 87.000 Hektar umfassenden Reservaten leben. Nankosee ist übrigens Juwa, also ein Dialekt des Stamms der San und bedeutet übersetzt, Gott schützt uns. Wir verlassen die Nankosee-Auffangstation und fahren in eines der Reservate. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Sanir Reserve. Es ist ungefähr, ich glaube, 7500 Hektar groß und gehört auch zu Nankosee. Und dort machen wir eine Anti-Poaching-Übung. Das heißt, wir haben die Hunde von Marlies dabei, die sie alle trainiert hat, um Wilderer aufzuspüren. Und zwar suchen die Nashornhorn. Das ist total abgefahren. Die sind wohl darauf abgerichtet und können das finden. Und ich darf daran teilnehmen. Ich bin total gespannt.
In diesem geschützten Gebiet gab es bisher noch keine Angriffe von Wilderern. Die Bedrohung ist jedoch real. Auf einer benachbarten Farm wurde kürzlich ein Nashorn vermutlich von Wilderern angeschossen. Im letzten Jahrzehnt fielen Tausende der Dickhäuter allein im südlichen Afrika einem organisierten, skrupellosen Milliardengeschäft zum Opfer. Das begehrte Horn macht das Nashorn zum Gejagten. Es gilt als Statussymbol und in der traditionellen Medizin Asiens als Wundermittel. Malis schützt ihre Nashörner mit einer eigenen Anti-Wilderer-Einheit. Wir haben drei Hunde hier. Ja. Der vierte ist im Auto. Sie vertragen sich nicht so gut. Aha. Also Suri ist eine Kampfhündin. Mufasa ist ein Kampf- und Spürhund. Und die Kleine hier ist die Hauptspürhündin. Wir machen jetzt eine kleine Übung. Er versteckt das Horn und sie sollen es finden. Die 12 Mann starke Anti-Wilderer-Einheit trainiert täglich mit den vier Hunden. Damit die Hunde nicht sehen können, wo das Horn versteckt wird, versperren wir ihnen die Sicht. Ich werde ihr befehlen, es zu holen. Mal sehen, ob sie es findet. Krei ist Afrikaans und bedeutet holen. Die Hunde stehen am Anfang ihrer Ausbildung. Dennoch können sie bereits jetzt schon das Horn aufspüren. Sogar kleinste Mengen davon. Ich bin beeindruckt, wie schnell Nala das Horn gefunden hat. Loslassen? Gut gemacht. Das war zu einfach. Das Produkt wird auch nicht immer in dieser Form exportiert. Aha, wie denn? Was exportiert wird, ist kleiner. Es wird zu einem Pulver zermahlen. Ach, wirklich? Ja. Und das machen die vor Ort? Ja, manchmal machen sie es gleich dort. Sie wickeln es dann in Plastik ein, luftdicht. Und es wird in einem Koffer oder in der Schuhsohle versteckt. Wahnsinn. Sie lassen es also irgendwo liegen, hauen ab und dann später kommen sie wieder. Wow, du trainierst sie also, damit sie diese Teile finden und vielleicht auch die Wilderer. Ja. Okay. Am besten gleich die Wilderer, sonst kann es ja wieder passieren. Immer wieder, okay. Die Hunde sind durch ihren ausgezeichneten Geruchs- und Gehörsinn eine perfekte Ergänzung für die Männer der Anti-Wilderer-Einheit. Generell arbeiten wir in einer Dreiecksformation oder in einer Rautenformation, je nach Anzahl der Hunde. Dein Spürhund ist also vorne, links und rechts hinter ihm laufen zwei Kampfhunde. Und wenn der Typ aufgescheucht wird und losrennt, lässt du die Hunde los. Wilderer arbeiten nie allein. Wenn es also mehr als ein oder zwei Typen sind, lässt du alle Hunde los. Jetzt musst du Afrikaans sprechen, denn diese Hunde sind auf Afrikaans abgerichtet. Kein Problem, los geht's. Die Hunde verstehen nur Afrikaans, nicht Englisch. Die Hunde werden darauf trainiert, Spuren von Menschen in der Wildnis zu finden, aber auch Adrenalin, also quasi Angst, zu riechen. Das lässt sie die Wilderer schneller aufspüren, als dass es die Männer der Anti-Wilderer-Einheit könnten. Ein weiterer Vorteil, die Vierbeiner sind auch nachts einsetzbar. Nala, Mufasa und Co. sind also starke Partner im Kampf gegen die Wilderei. Das war auf jeden Fall ein richtig krasses Erlebnis, allein diese Power bei diesen Hunden zu spüren. Also ich hatte sie ja wirklich an der Leine, Nala. Und wenn die, sobald die diesen Menschen sehen oder auf diese Fährte gesetzt werden, sind die so on track und kriegen gar nichts anderes mehr mit und die zittern richtig. Das ist total Wahnsinn. Da merkt man auch immer, was das für eine Arbeit ist, solche Tiere so auszubilden. Also wie Malis einfach jeden Tag Training, Training, Training da reinsteckt und ja alles unter Kontrolle hat. Die hören komplett auf sie. Und in ein, zwei Jahren werden die allein hier die Anti-Poaching-Unit begleiten können. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Krasses Erlebnis. Die Hunde haben hervorragende Arbeit geleistet, trotz drückender 35 Grad. Die Pause mehr als verdient. Auch für Malis und ihr Team. Na,
Marlies, was motiviert dich zu dieser harten und anstrengenden Arbeit? Mit all der Rennerei und so? Wir müssen alles tun, um die Wilderei zu stoppen, um kein Nashorn mehr zu verlieren. Wenn unsere Arbeit dabei hilft, dann mache ich das gerne, jeden Tag. Ich sehe, du bildest auch schon die Familie aus. Dann wirst du bald die Anti-Wilderei-Einheit leiten. Ja, das hoffe ich. Schön, super. Vielen Dank für dieses Erlebnis. Danke für deine Hilfe. Das ist zu viel für eine Person. Ja, das glaube ich. Voller Adrenalin und Bewunderung für Marlies und ihr Team geht es für mich zurück zur Auffangstation. Kaum angekommen, darf ich direkt bei einem Gesundheitscheck zweier Geparde dabei sein. Darauf freue ich mich riesig. Genauso wie auf Maike, die hier als Tierärztin arbeitet. Hallo. Hallo. Du musst Maike sein. Ja, schön, dich zu sehen. Ich bin Hannah. Sehr gut. Ich freue mich riesig darauf, die Geparde zu sehen. Bist du bereit? Total bereit. Okay, los geht's. Ja. Oh, Doc. Das ist Doc. Oh, hallo. Wir werden heute mit diesen beiden Tieren arbeiten. Ja. Das ist Shiloh? Ja, Shiloh. Ah, eine Sie. Ja, es sind zwei Weibchen, zwei Schwestern. Und wie sind Sie hierher gekommen? Ihre Mutter hatte Schwangerschaftsdiabetes und konnte nicht genug Milch produzieren. Die Frage war, lassen wir sie leiden oder greifen wir ein und ziehen sie von Hand auf? Da es nicht genug Geparden auf der Welt gibt, entschieden wir uns, sie von Hand aufzuziehen. Sie waren noch ganz klein. Es sind drei Geschwister, die beiden Schwestern, die wir heute untersuchen werden, und der Bruder, der zu einem späteren Zeitpunkt untersucht wird. Um mit den für Menschen gefährlichen Medikamenten in Namibia überhaupt arbeiten zu dürfen, musste die niederländische Tierärztin eine Zusatzausbildung absolvieren. Da ich keine Zulassung für Namibia habe, darf ich heute nur assistieren. Aufgeregt bin ich trotzdem. Ich bin mega gespannt. Erste Mal Geparden in Narkose legen. Und das auch noch mitten in der Wildnis und nicht auf einem OP-Tisch. Die Geparde leben in einem Gehege, das 20 Fahrminuten von der Auffangstation entfernt liegt. Schotterpisten führen Maike, Shona und mich zu ihnen. Laut Weltnaturschutzunion, der IUCN, leben noch etwa 6600 Geparde in freier Wildbahn. Sie gelten als gefährdet. Die Einzelgänger sind Jäger und Gejagte und im Gegensatz zu anderen Großkatzen tagaktiv. Ihr schlanker, drahtiger Körper und ihre langen, dünnen Beine machen die eleganten Raubkatzen zum schnellsten Tier an Land. Sie müssen ihre Beute jedoch in maximal 30 Sekunden fangen, da sie die Höchstgeschwindigkeit nicht lange halten können. Diesen wunderschönen Großkatzen darf ich gleich ganz nah sein. Shiloh bekommt also das Butorphanol? Okay, das haben wir als erstes vorbereitet. Genau. Maike betäubt Shiloh und Wanda mit einem Betäubungsgewehr. Ein falsch platzierter Pfeil kann schwere oder gar tödliche Verletzungen nach sich ziehen. Äußerste Präzision ist nun gefragt. Okay, also es ist der da, rechts. Der hier. Das ist also der Unterschied zum Betäuben von wilden Tieren. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Nach dem Motto, los, betäub mich. Ja, der hier, der mit dem Kopf durch den Zaun will. Dreizehn Geparde leben aktuell in Nankusé. Shiloh, Wanda und ihr Bruder Odyssey waren nur einen Tag alt, als sie 2015 hierher kamen. Der Pfeil sitzt. Die drei Geschwister wurden mit der Hand aufgezogen und können deshalb nicht mehr ausgewildert werden. Nein, dich will ich nicht. Denn nur die Mutter hätte ihren Nachwuchs auf ein Leben in der Wildnis vorbereiten können.
Das Medikament ist vollständig im Körper. Jetzt heißt es warten. So you said you du hast gesagt, du hast die Geparden gerettet, sonst wären sie gestorben. Geparden sind stark bedroht. Wo ziehst du die Grenze? Welches Tier zählt? Wann ist ein Tier schützenswert? Jedes Tier zählt. Wir würden sogar kleine Mäuse aufnehmen. Jedes Tier, das Unterstützung oder Hilfe braucht, ob verletzt oder verwaist, ist bei uns willkommen. Die Entscheidung liegt nicht bei uns. Jedes Lebewesen muss eine Chance bekommen. Alle können etwas beitragen. Vielleicht nicht zur Erbmasse der wilden Arten, aber sie können das Bewusstsein für ihre wildlebenden Verwandten schärfen. Das sind alles Dinge, die wir auch berücksichtigen. Eines eurer Hauptziele ist es also, diese Artenvielfalt am Leben zu erhalten, egal um welche Art es sich handelt. Ihr nehmt sie auf. Und besonders die Geparden, die wirklich in Gefahr sind. Nach 10 Minuten zeigt das Beruhigungsmittel eindeutig Wirkung. Shona sperrt Odyssey in ein separates Gehege, damit wir gefahrlos mit dem Gesundheitscheck beginnen können. Das zeigt immer gut an, ob sie tief schlafen. Also, wenn du willst, kannst du die Augentropfen reintun. Das sind nur künstliche Tränen. Mehr? Ja, das ist perfekt, ja. Okay. Yes. Okay. Jetzt dieses Kopfteil? Ja, genau so, ja. Diese Löcher sind für die Ohren. Ja, so. Wo ist das kleine Ohr? Die sind etwas zu groß. Die sind eher für Leoparden. Okay, gut. Fertig? Ja. 1, 2, 3. Damit Shiloh und Wanda nicht überhitzen, tragen wir sie in den Schatten. Gepardenweibchen werden in der freien Wildbahn übrigens bis zu 12 Jahre alt. Männchen nur 8. Der Grund für diese kurze Lebensdauer? Eine Konkurrenz untereinander sowie zu Löwen und Hyänen. Umso wichtiger ist es, jedes Tier zu retten, das man retten kann. Shiloh und Wanda sind etwa 1 Stunde sediert. Wir müssen also konzentriert und zügig arbeiten. So, jetzt rasieren wir die Stelle für den Venenkatheter. Falls irgendwas schief geht, können wir sofort reagieren und ganz schnell ein Medikament verabreichen. Das Beruhigungsmittel ist passgenau dosiert, aber trotzdem kann immer etwas schiefgehen. Das Blut fließt schon, also alles bestens. Ja. Wie es gesundheitlich um Shiloh und Wanda steht, das seht ihr in der nächsten Folge. Und auf Entdeckungstour durchs Reservat wartet auf mich eine große Überraschung. Sie sind genau da. Kannst du sie sehen? Oh Gott, da sind ja Elefanten.